Ja, guten Morgen. Wir wurden heute Morgen von Wolken und Regen geweckt, zumindest ein paar Tropfen, und haben jetzt schon zusammengepackt und werden nun schon direkt weiterfahren. Eigentlich war der Plan, dass wir heute noch schon frühstücken und dann weiter Richtung Osten fahren von Schweden, aber das wird heute nichts, denn das Wetter dort soll auch nicht unbedingt besser werden als hier. Deswegen fahren wir jetzt ein Stück weiter nach Süden, so gesehen Richtung Fähre. Da soll das Wetter noch recht gut sein mit viel Sonne. Wir haben 1,5 Stunden Fahrt, fahren wir jetzt hin. Und dann hoffen wir, dass das Wetter dort natürlich viel besser ist als hier. Wir haben jetzt einen Platz fürs Frühstück gefunden. Mittlerweile scheint hier auch die Sonne. Da sind wir extra hingefahren. Stehen jetzt erstmal so an der Straße. Wir wissen noch nicht, ob das unser Platz für den restlichen Tag wird. Aber zum Frühstücken ist es hier schon mal perfekt. Hier bleiben wir heute Nacht und den Tag. Wir haben es jetzt, ich glaube, knapp 13 Uhr, kurz nach 1. Und ja, haben jetzt einen schönen Platz gefunden, mitten an einer Straße. Aber der Platz, der ist trotzdem ganz schön, ist ein bisschen eingewachsen und hat einen schönen Blick auf den See. Ja, dort wollen wir gleich wieder mit dem Kajak raus. Dann nehmen wir die Drohne gleich auch nochmal mit und machen nochmal ein paar schöne Aufnahmen vom See und von oben. Wir sind jetzt bestimmt knapp eine Stunde draußen und genießen die Natur, die Ruhe. Das ist wirklich schön. Ja, wie gesagt, die Drohne geht auch noch mal hoch. Gibt es noch mal ein paar schöne Bilder von oben. Ja, jetzt haben wir erstmal Hunger, werden erstmal etwas essen. Kajak ist dabei, trocken zu werden, wird nachher weggepackt. Und jetzt machen wir erstmal was zu essen. Nudeln mit Bolognese-Soße. Es ist Abwaschzeit. Kannst du mal hingehen und rascheln? Wo? Schon weg? Wir haben Besuch. Warte. Wo?
vorbei, also der zweite richtige. Und ja, jetzt bleiben wir hier. Heute Nacht soll es ziemlich anfangen zu regnen. Das heißt, wir haben jetzt alles soweit fertig gemacht, alles ins Auto, unter das Auto gelegt. Und dann gucken wir mal, wenn wir morgen früh wach werden, wie es hier aussieht und wo wir frühstücken und wo wir dann hinfahren. Wir fahren auf jeden Fall irgendwo hin, wo die Sonne wieder scheint. Das sieht wohl im Südwesten von Schweden relativ gut aus, in der Ecke von Malmö. Aber wieder gucken wir morgen, wenn wir aufgestanden sind. Und dann ja, geht es morgen weiter. Und morgen ist dann schon der letzte Tag. Und am Sonntag geht es dann wieder nach Hause. Aber wie gesagt, einen Tag haben wir noch. Den werden wir morgen nutzen. Aber für heute ist erstmal Schluss. Und wir sehen uns morgen.